Merkt euch meine Worte. Selbst in guten Zeiten mache ich kaum Profit. Besonders, weil ich immer so viel wie möglich den Bedürftigen gebe. Möchtest du etwas Obst? Genieß es lieber, bevor sich jemand mit dem Rest davon macht. Hat dich denn jemand bestohlen? Ja, beinahe jede Nacht. Nicht so viel, dass ich zumachen muss, aber genug, um weh zu tun. Hat der Dieb Spuren hinterlassen? Nur ein paar Schalen von Früchten am Lagerhaus. Keine Hinweise. Warum gehen die Wachen dem nicht nach? Die Wachen geben Tieren die Schuld. Doch das glauben sie selbst nicht. Sie haben wohl andere Sorgen als meinen schmalen Lebensunterhalt. Hast du irgendeinen Verdacht? Die meisten Leute hier kenne ich seit der Kindheit. Ich glaube nicht, dass sie Obst stehlen würden, was aber ein paar andere Sachen angeht. Ich kann Spuren lesen. Ich kann den Dieb suchen. Wirklich? Vielen Dank. Du könntest in meinem Lager am Fluss anfangen. Jemand muss verzweifelt sein, zu stehlen, statt einfach zu fragen. Mal sehen, was ich finde. Warum er den Sonnenkönig umbringen wollte? Tja, seit wann brauchen Osseram einen Grund für ihre Taten? Wurde kürzlich bewegt. Na also, Spuren. Faules Obst. Aber die Kaninchen mögen es. Oh, da. Eine Obstspur, der ich folgen kann. Wenn ich keine Früchte im Gras übersehe. Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen.
Okay, ist das die letzte Frucht? Diesmal sind es Fußspuren. Vielleicht entdeckt mein Fokus etwas. Er muss hochgeklettert sein. Nein. Bei der Sonne, vergib mir, vergib mir! Da ist unser Dieb. Und er steckt in Schwierigkeiten. Nein, warum schießt du? Was ist das? Versuch's mit dem Seilwerfer. Ah, hier kriege ich sie wenigstens. Nein, muss ja hier. Ja. Mann, fick dich. Wirklich nicht!
Ich sollte meinen Fokus einsetzen und sehen, was er findet. Der ist abgehauen. Danke, Wilde. Du hast das Gericht der Sonne verhindert. Was habe ich? Ich ließ das Elend Sonnenfalls vor kurzem hinter mir und wusste, dass ich nicht nach Meridian zurück kann. Also habe ich Obst gestohlen von einer Frau in Lichtenmarkt, nur zum Überleben. Doch die Grauhabichte sind das Gericht der Sonne. Du glaubst, sie haben angegriffen, weil du gestohlen hast? Was sonst? Was, wenn ich die Frau um Verzeihung bitte? Spricht mich das frei? Rettet mich das vor den Habichten? Ich hab die Habichte erledigt. Und ja, du solltest um Verzeihung bitten. Die Frau vom Obststand ist sehr nett. Sie vergibt dir. Die Sonne hat gesprochen! Danke nochmal, Wilde. Möge die Sonne dich führen. Toll. Endlich nennt man mich nicht mehr Ausgestoßene, aber dafür Wilde. Maschinenreitende Nora mit dem Spezialspeer. Welch ein Glück, dich zu treffen. Ich habe einen Vorschlag. Komm näher. Nenn mich Fernand. Okay, Fernund. Was für ein Vorschlag? Als der idiotische Kaja-König herrschte, versteckten Fremde oft Wertsachen von Räubern. Tja, ich fand eine. Was ist es? Ein Relikt. Von den Alten. Du würdest es vermutlich besser begreifen als ich. Doch leider liegt es in zu großer Höhe für mich. Aha, und ich soll es jetzt für dich holen? Ein brillanter Plan! Du kannst bestimmt besser klettern als ich, ganz sicher. Hol es, bring es her und wir teilen den Gewinn. Soll ich nicht erstmal schauen, was es ist? Das geht auch. Hey, Fernund, meine Augen sind hier. Ich betrachte deinen Speer. Er ist prachtvoll, aber wie funktioniert er? Er hat einen Speer? Man steckt seine Spitze in die Maschine. Ja, aber wie macht er aus Feinden Freunde? Ganz einfach, wirklich. Ja? Aber das verstehst du nicht. Was machst du denn genau? Ich handle mit Basteleien. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Aber in diesem Fall kaufst du ja nichts. Manchmal da finde ich auch Basteleien. Gut. Könnte interessant sein. Was soll ich tun? Das Relikt liegt beim Anstieg zum Dämmerberg. Bring es zu mir an den Meridian Docks. Und es wird sich auszahlen. Das werden wir sehen. Ach nö, was? Gehen wir von einem Lager zum anderen. Richtung Dämmerberg.
Der ist echt sauer. Da runter. Aber wir haben schon mal wenigstens so ein bisschen den Weg geebnet dafür. Wir kommen mal so sozusagen immer näher. Und ja, es gibt natürlich noch Nebenmissionen, die wir noch. Das werde ich noch brauchen. Ich überlege, ob ich diese Herausforderung auch noch machen soll. Alter, lass mich doch leben! Also wenn ich den zweiten Teil auch Let's Play, das hatte ich ja eigentlich vor. Ich glaube, ich werde auch viele Parts dann haben, wie ich einfach nur Maschinen töte, weil sie da sind. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich dann solche Gruppen von Gegnern einfach kalt mache. Schon so viel, können wir nicht bald mal wieder. Ich brauche Waschbär. Da unten Wasser. Wie komme ich hier runter? Dann muss ich mal hier lang, weil... Bessere Waren findest du deine Vorräte.
Wird Zeit, dass ich mal wieder ein Reittier nutze. Es scheinen Plünderer zu sein, die nach Teilen suchen. Ich muss hier raus. Zu steil zum Reiten. Schnüffelt hier immer noch rum. Der Dämmerberg. Jetzt muss ich die Stelle finden, die zu schwer zu erreichen ist. Falls ich irgendwas von dem Glauben schenken kann, was Vernunft gesagt hat. Okay, hier hoch. Wer hätte das gedacht? Und leer. Speermädchen! Na klar. Du bist da! Am perfekten Ort für einen Hinterhalt. Jetzt leg den prachtvollen Speer ab und wir lassen dich leben. Du hast doch schon von mir gehört. Du weißt, wozu ich fähig bin. Warum sollte das hier gut für dich ausgehen? Warum denn nicht? Schnappt sie! Reine Zeitverschwendung. Wisst ihr was? Das werden wir jetzt hier weiter. Ist sie noch hier? Oh.
Bist du bereit zu sterben? Ich fürchte, das wird dir nicht gefallen. Das war der letzte. Aber Vernunt ist geflohen. Direkt zu den Meridian Docks. Jede Wette. Medori. Du solltest deine Vorräte aufstocken, bevor du weiterziehst. Ich habe nur die besten Waren. Ich bin niemals in der Stadt gewesen. Ich habe nur die besten Waren. Bessere Waren finden? Keine Waren, sondern lebensnotwendige Dinge. Ich habe die Nase voll von der Arbeit. Oh nein! Oh doch, komm her! Lasst mich! Oh, Vernunft. Der Deal ist geplatzt. Oh, du! Wie wär's mit einem neuen Deal? Schneid mir den Finger ab, oder meine Hand, den linken Arm. Mein letztes Angebot. Gliedmaßen reichen nicht. Willst du etwa hier? Vor allen Leuten? Niemand wird versuchen, mich aufzuhalten. Du hast die Männer in den Tod geführt, weißt du noch? Sie waren böse. Es war eine gute Tat. Deine. Es war deine Tat. Es wird auch bestimmt nicht wieder vorkommen. Ich verlasse mich drauf. Verstanden. Du wirst nie wieder irgendwas von uns hören. Besser wär's. Ich glaube, die Nebenmissionen sind sogar noch wichtig. Fürs Ende. Weil die sich dann alle, also die meisten Nebenmissionen sich mit... und zusammentun oder so.